3 und rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Piratenfraktion in Drucksache 19/5960, Klarheit schaffen über mögliche Szenarien der Finanzierung des Rückbaus von Atomanlagen und die damit verbundenen Folgen für Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Ich öffne die Beratung und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Schulz das Wort. Da steht er auch schon bereit. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Ich hoffe, dass sich der Geräuschpegel gleich wieder deutlich senkt, wenn all diejenigen Kollegen, die den Raum verlassen müssen, das auch getan haben. Ansonsten darf ich bitten, nötige Gespräche nach draußen zu verlagern, meine Damen und Herren, damit wir dem Redner die nötige Aufmerksamkeit schenken. Kein Grund wegzulaufen, Herr Kollege Schulz, Sie haben das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Wir beraten hier und heute über einen Antrag, der im Prinzip eine Folge ist mehrerer anderer Anträge, die wir in letzter Zeit gestellt haben, sowohl im April, aber insbesondere auch auf Basis der Debatte, die wir im Rahmen der Aktuellen Stunde am 15. Mai geführt haben. Wie diese Aktuelle Stunde in der vergangenen Plenarsitzung am 15. Mai gezeigt hat, bestreitet mittlerweile niemand mehr hier im Hause, dass erhebliche finanzielle Probleme auf die Kommunen bzw. das Land Nordrhein-Westfalen, Entschuldigung, durch die notwendige Entsorgung der Atomanlagen zukommen können. Insbesondere dann, wenn die Energiekonzerne in Schieflagen geraten bzw. nicht in der Lage sein werden, ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Insbesondere die Grünen haben sowohl durch ihren Umweltminister Remmel als auch durch Ihren Abgeordneten Hans-Christian Marker deutlich unserer Auffassung im Wesentlichen beigepflichtet, dass der Zeitpunkt jetzt gekommen ist, sich zeitnah intensiv mit den Anforderungen auseinanderzusetzen, die auch mit den Bestrebungen im Zusammenhang stehen, dass die Energiekonzerne E.ON, RWE, NBW und Vattenfall sich anschicken, über eine Art Bad Bank die Verpflichtungen aus dem Atomausstieg und der Bereitstellung der gewinnbringenden Atomenergie zu sozialisieren. Stiftungslösung heißt es. Die Konzerne zeigen gerade einen Weg auf, an dessen Ende stehen könnte, dass diese sich durch geschicktes Taktieren aus ihrer primären finanziellen Verantwortung stehlen. Unser Antrag fordert dementsprechend, dass die Landesregierung ein Gutachten in Auftrag geben soll, das mögliche Szenarien und Handlungsmöglichkeiten für das Land und die Kommunen untersuchen soll. Ziel ist es, eine an der Sache orientierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Von daher hoffen wir, sämtliche Fraktionen des Hohen Hauses bei diesem Antrag an unserer Seite. Zunächst vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege van den Berg. Der Kollege ist nicht da, dann würde ich mal sagen, wenn es keinen anderen Redner der SPD gibt, dann gehen wir in der Reihenfolge weiter fort. Nun spricht der Kollege, zunächst der Kollege Kufen von der CDU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gehe davon aus, liebe Kollegen von den Piraten, dass der Wortbeitrag von Herrn Vandenberg noch kommen wird. Die Vorfreude ist dabei wahrscheinlich umso größer. Seien Sie ganz entspannt. Wer hätte das gedacht? Recycling ist schwer in Mode, offensichtlich auch bei Themen, die die Piraten hier einbringen. Denn in der Tat haben wir am 15. Mai aufgrund eines Spiegelartikels hier schon zur gleichen Debatte gesprochen. Neu ist bei Ihnen diesmal die Überschrift. Im Prinzip hat sich wenig in der Thematik verändert. Auch das haben wir in der Debatte vor 3 Wochen bereits deutlich gemacht. Leider fühlen wir uns bestätigt bei dem, was damals gesagt wurde. Handlungsbedarf besteht, da gebe ich Ihnen ausdrücklich recht, insoweit, weil die Energieversorgungsunternehmen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage sind. Die gesetzlich verpflichtenden Rückstellungen sind allerdings bei den großen Energieversorgern ganz unterschiedlich gesichert, aber vorhanden. Und daher geht es darum, wie wir damit umgehen auf dem weiteren Weg. Bisher sind allerdings alle Energieversorgungsunternehmen ihren Verpflichtungen im Sinne des Verursacherprinzips vollumfänglich nachgekommen. Beträchtliche Summen sind bereits in den Rückbau- und in Stilllegungsprojekte geflossen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass auch die Zuverlässigkeit der Energieversorgungsunternehmen, was den Atomausstieg und auch die Fragen der Altlasten angeht, in der
bewährten Weise auch erfolgen wird. Allerdings wird es weitere Gespräche geben müssen. Das Problem aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen besteht darin, dass sie keine Planungssicherheiten mehr haben für Investitionen, übrigens nicht nur für Atomkraftwerke mit Blick auf den Atomausstieg, sondern übrigens auch mit Blick auf unsere Gaskraftwerke, die wir alle brauchen und auch unterstreichen. Also ist es richtig, dass wir an der Frage, wie gehen wir mit den atomaren Lasten um, weiter in Gespräche kommen müssen. Das hat übrigens auch schon Niederschlag gefunden im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD für den Rückbau. Die Entsorgung und Sicherung und Aufbewahrung von Materialien aus kerntechnischen Anlagen werden Gespräche zwischen Bund und Ländern geführt. Und dann heißt es sehr präzise und klar, und das ist auch der Konsens hier in diesem Haus, wir erwarten, dass die Kosten für den Atommüll und den Rückbau der kerntechnischen Anlagen von den Verursachern getragen werden. Und das ist auch der Konsens, den wir, glaube ich, in diesem Haus nach wie vor haben. Gleiches gilt, dass wir in diese Gespräche einsteigen müssen. Und deshalb ist auch wichtig, dass auch die Frau Bundeskanzlerin sehr wohl klar gemacht hat, als es die entsprechende Berichterstattung im Spiegel gab, über das Thema Kernkraftwerke und Altlasten müssen wir sicher noch viele Gespräche führen. Aber, und da zitiere ich die Frau Bundeskanzlerin wörtlich, Risiken auf Staat und Steuerzahler abzuwälzen, lehne ich ab. Ich finde, das hat etwas mit richtungsweisender Direktive der Frau Bundeskanzlerin zu tun. Und deshalb ist klar, dass wir verhindern wollen, dass die eingebrachten Rückstellungen von rund 30 Milliarden irgendwie diffundieren. Nein, sie müssen auch effektiv zur Verfügung stellen. Und wir finden uns eben genau in dem Spannungsfeld, den wir vor 3 Wochen hier an dieser Stelle schon diskutiert haben. Und dieses werden wir auflösen. Also fasse ich zusammen. Nach Auskunft der Bundesregierung gibt es gegenwärtig keine Verhandlungen und auch gar keine Beschlüsse zu diesem Thema, die über das hinausgehen, was das bisher im Koalitionsvertrag steht. Und Ähnliches hat ja auch Staatssekretär Barke bereits bestätigt. Der Bund wird mit den Ländern Gespräche über den Rückbau und Entsorgung führen. Dabei werden auch über die Kosten zu sprechen sein. Und wir erwarten, dass die Landesregierung und das Parlament rechtzeitig umfassend auch hierbei informiert und entsprechend beteiligt. Und dass gleichwohl an dem Prinzip des Verursachers nicht gerüttelt wird. Die Kosten werden dort getragen, wo sie auch entstanden sind. Insofern kann ich viel abverlangen hier Ihrer Spiegelfechterei, ein Thema zum zweiten Mal einzubringen. Aber bis auf Pressemeldungen, Zeitungsmeldungen haben wir in der Sache heute nicht mehr einzubringen. Aber ich will Ihnen ganz ausdrücklich Recht geben an der Frage, dass ein Bundesenergieminister mehr tun muss als nur eine Reform des EEGs. Insofern ist auch dort die Frage, wenn wir die Reform des Erneuerbaren Energiegesetzes jetzt auf den Weg gebracht haben, wir werden sicherlich in dieser Legislaturperiode noch eine zweite Veränderung am EEG vornehmen müssen, vielleicht sogar noch eine dritte. Aber wir werden auch über andere Themen im Energiebereich reden müssen, nicht nur über Leitungen, nicht nur über Kapazitätsmärkte, sondern eben auch über die Kernkraft-Altlasten. Und da auf diese Debatte bin ich gespannt. Da werden wir uns einbringen und erwarten wir, dass die Landesregierung uns entsprechend auch unterstützt, informiert, auf den Weg bringt, hilft und wir als Parlament das entsprechend auch bewerten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kufen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht der Kollege Marker. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als wir hier vor, ja, man kann fast sagen, einigen Tagen die Thematik schon mal miteinander im Rahmen der Aktuellen Stunde diskutiert haben, da habe ich zu der Idee der Atomunternehmen oder der Energieunternehmen mit Atomsparte gesagt, das wäre mal ein Testballon, der dort gezündet würde, medienwirksam. Und da habe ich bei einigen Kollegen hier Kopfschütteln oder Stirnrunzeln gesehen. Ein paar Tage später, ich glaube 2 oder 3 Tage später, war dann breit in der Presse nachzulesen, dass es in der Tat sehr konkrete, zumindest Hinterzimmergespräche mit den Unternehmen gibt und gegeben hat. Und offensichtlich ist dann ja doch was daran, dass in diesen Fragen miteinander gesprochen wird. Insofern, Dietmar Schulz, es ist sicherlich nicht falsch, die Thematik angesichts der Summen, um die es da geht, und der Risiken, um die es geht,
hier aufzurufen. Aber es wird natürlich auch nicht richtiger, wenn man sie alle paar Tage wiederholt. In der Sache, da sind wir uns, glaube ich, das hat der Beitrag des Kollegen Kufen eben noch mal deutlich gemacht, einig. Die großen Gewinne, die mit der Atomtechnologie erzielt worden sind, zu privatisieren, sich das in die Tasche zu stecken und anschließend die enormen Risiken zu sozialisieren, das geht nicht. Das geht auch aus grüner Sicht natürlich nicht. Ich will das hier auch nur noch mal deutlich sagen, aber offensichtlich sind wir uns da ja alle einig. Wenn sich die beträchtlichen Zahlen der Risiken, von denen ich eben gesprochen habe, noch mal anguckt, dann ist das allerdings etwas, wo man über diese Rückstellungen in Höhe von 30 bis 35 Milliarden, die die Unternehmen ja für den Rückbau und die Entsorgung damals anlegen mussten, gesetzlich angelegen mussten und die sie offensichtlich auch jetzt ihr eigen nennen können, bei weitem nicht ausreichen werden. Wir kennen Studien, die sagen, allein die Unfälle weltweit, die es an Atomanlagen im Betrieb gegeben hat, gehen in die Hunderte von Milliarden Dollar. Da wird meistens noch in Dollar gerechnet. Und wenn man das auf Deutschland bezieht, dann weiß man, dass allein der Rückbau oder der Versuch des Rückbaus der Asse und des Uranabbaus in Wismar, die Sanierungsnotwendigkeiten, die da gegeben sind, rund 150 Milliarden Dollar ausgemacht haben. Das sind internationale Zahlen, die kann jeder einsehen. Und wenn man dann weiß, welche hohe Risiken mit der Atomkraft verbunden sind, dann kann man sich vorstellen, dass es nicht unberechtigt ist, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich passiert, wenn irgendwann die Unternehmen über einen sehr langen Zeitraum möglicherweise nicht mehr existent sind und man dann auch noch dafür gerade stehen muss, diese Risiken abzusichern. Deswegen habe ich vor ein paar Wochen hier gesagt, ja, es ist richtig, sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe übrigens Dietmar Schulz nicht mich der Stiftungslösung angeschlossen, das möchte ich auch noch mal sagen, sondern ich habe von der treuhänderischen Lösung für diese 35 Milliarden gesprochen. Ich gehe davon aus, dass diese 35 Milliarden allerdings bei weitem nicht ausreichen werden, und dass deswegen die Unternehmen auch in der Pflicht sind, entsprechend ihre Rückstellungen, solange sie bis 2023 möglicherweise ja noch weiter produzieren, und wir produzieren ja auch am Uranstandort in Gronau weiter und machen Gewinne, dass man dort möglicherweise die Rückstellungen auch noch weiter aufwachsen lässt. Auch das wäre etwas, worüber ich meine, es aller Ehren wert wäre, mit den Unternehmen ins Gespräch zu kommen. Dann eine treuhänderische Lösung und dann sich Gedanken machen, wie man das auf lange, lange Zeit sichert. Ob da ein Staatsvertrag das Richtige ist, ob das in der Verfassung geregelt werden muss, weil wir reden hier über Hunderte von Jahren bei den Ewigkeitskosten im Zusammenhang mit der Atomtechnologie. Also es macht Sinn zu reden, es macht Sinn, die Gelder zu sichern und es macht Sinn, ein Rechtsinstrument zu finden, das abzusichern. Deswegen werden wir vermutlich auch demnächst hier nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Teile Ihres Antrags finde ich mit Verlaub, ich will Ihnen da nicht zu nahe treten, für die jetzige Abstimmung als streitige Abstimmung relativ ungeeignet, weil sie ein bisschen ins Spekulative gehen. Die Zahlen für den Rückbau in Hamm beispielsweise sind vertraglich, darüber haben wir uns vor einigen Monaten hier unterhalten, nach meiner Auffassung zunächst mal geregelt. Und wenn Sie meinen, dass das nicht so ist, fände ich es besser, wenn Sie selber das substanziell anfüttern. Dafür wären Ausschussberatungen möglicherweise ein geeignetes Instrument. Gelegentlich kann man mit einer kleinen Anfrage da auch Zweifel, die man hat, aufhellen. Ich weiß, wovon ich dabei spreche. Insofern lassen Sie uns weiter im Gespräch bleiben. Ihren Antrag werden wir aus den zuletzt genannten Gründen hier jetzt nicht zustimmen können. Aber ich sage noch mal, es ist aller Ehren wert und dem Thema angemessen, darüber zu diskutieren. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Macker. Für die FDP-Fraktion, nein, das spricht jetzt für die FDP-Fraktion der Kollege Borkus. Und dann kommt der Kollege van den Berg, wie es gewünscht ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hätte natürlich gerne auch dem anwesenden Kollegen van den Berg vorher das Rednerpult überlassen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ein sehr interessantes, spannendes Thema. Bereits im Januar titelte die Welt, ich zitiere, Energiewende vernichtet 3 Milliarden bei RWE. Die Energiewende ruiniert dem Stromkonzern RWE die Bilanz. 3,3 Milliarden Euro muss das Unternehmen abschreiben, das meiste in der Kraftwerkssparte.
Die Lage ist brisant. Wegen der EEG-Subventionen verdrängen die erneuerbaren Energien immer öfter die konventionellen Kraftwerke. Übrigens nicht nur bei RWE, sondern im Energieerzeugungsmarkt insgesamt. Das bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Kommunen. Entweder weil deren eigene Stadtwerke Verluste in Millionenhöhe einfahren oder aber, und das ist der Anlass des Antrags, weil Kommunen Anteile an RWE leider immer noch halten. Würden für diese kommunalen Beteiligungen die gleichen Regeln gelten wie für RWE-Bilanzierungen, müssten auch hier eine entsprechende Wertberichtigung vorgenommen werden. Dem ist aber nicht so. Das liegt an der Gemeindehaushaltsverordnung. Generell kann sich danach eine Pflicht zur Anpassung des Wertansatzes von Aktien nur in den Fällen ergeben, in denen von der Kommune angenommen wird, dass voraussichtlich eine dauernde Wertminderung der Aktien eintritt. Meine Damen und Herren, zum Antrag der Piraten möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen. Es freut uns, dass Sie seitens der Piraten auch jetzt nach der Kommunalwahl eben erkannt haben, dass es Aufgabe des Landes ist, die Kommunen zu unterstützen und Vorkehrungen gegen die Risiken der bilanziellen Überschuldung zu treffen. Hierfür gerade für eine schlagkräftige Kommunalaufsicht hat sich nämlich die FDP schon seit Längerem eingesetzt. All die Problemkreise des vorliegenden Antrags nämlich, welche Kommune hält Anteile an RWE, was ist der Landesregierung bekannt, wie ist es mit der Notwendigkeit der finanziellen Berichtigung, diese Themen wurden bereits von FDP und CDU aufgegriffen und von der Landesregierung beantwortet. Man kann über die Überzeugungskraft dieser Antworten sicher trefflich streiten, ob der maßgebliche § 35 Gemeindehaushaltsverordnung den aktuellen Entwicklungen angepasst und praxisgerecht neu gestaltet wird. Und wenn die Landesregierung dies ablehnt. Für diese Fragen, meine Damen und Herren, darüber sollten sich sicherlich die Haushälter noch mal unterhalten und entscheiden. Letzten Endes möchte ich aber auch anmerken, hätten sich all die Kommunen, die heute auf den RWE-Papieren sitzen und jammern, bereits an unseren Rat und Vorgabe gehalten seitens der Liberalen und diese zu Zeiten, als es noch deutlich bessere Werte für die Aktien gab, entsprechend entledigt, um ihre Haushalte auch wieder zu sanieren, dann wären diese Probleme heute, meine Damen und Herren, nicht vorhanden. Meine Damen und Herren, aus energiepolitischer Sicht muss die Politik dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen auf dem Energiemarkt neu gestaltet werden, sodass diejenigen, die zur Versorgungssicherheit entscheidend beitragen, die fossilen Kraftwerke in Zukunft auch wieder rentabel wirtschaften können. Die Möglichkeit zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit muss stärker gewichtet werden. Das muss jetzt Vorrang haben. Und darüber hinaus würden dann bei den kommunalen RWE-Anteilen und keine dauernde Wertminderung im Sinne der Gemeindehaushaltsordnung entsprechend eintreten. Ja, meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne noch auf einige Entwicklungen im Energiebereich eingehen, insbesondere auf das interessante Interview des Energieministers Herrn Dün in diesem Land, der ja mehr oder weniger eine komplette Verstaatlichung des Energiesektors vorgeschlagen hat. Aber leider muss ich feststellen, dass heute weder der Minister der Energie in seinem Namensschild trägt, noch der Minister, der sonst immer zur Energiepolitik hier redet, heute anwesend ist. Und da dies ja auch im Thema der Kommunalaufsicht ist, wundert es mich dann umso mehr, dass auch der Innenminister nicht bei diesem Themenblock anwesend ist. Insofern bin ich sehr interessiert, meine Damen und Herren, ob die Landesregierung es vielleicht doch in Betracht ziehen wird, sich auch noch zu dem Antrag hier gleich zu äußern und in welcher Form. Ich finde das auch nicht angebracht, auch wenn wir dem Antrag der Piraten nicht zustimmen. Aber das missfällt mir ehrlich gesagt, wie hier scheinbar seitens der Landesregierung mit dem Antrag umgegangen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Herr Kollege Brock ist für die SPD-Fraktion, spricht nun der Kollege Fallenberg. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst einmal Entschuldigung, bin ein bisschen Opfer der Umstellung der Tagesordnung geworden und Kollege hat dann dem Sitzungsdienst gesagt, ich stelle mich natürlich hinten an, wer zu spät kommt, der soll dann sich auch ordentlich in der Reihe einreihen. Also Entschuldigung an dieser Stelle. Das Thema haben wir einige Male schon im Hause behandelt und aus verschiedenem Anlass. Einerseits haben wir uns den Rückbau spezifischer Reaktoren hier im Lande Nordrhein-Westfalen angeguckt, die Atomanlagen, die wir im Lande haben, hier an dieser Stelle und in Ausschüssen diskutiert. Und natürlich jetzt auch vor dem Hintergrund der Diskussionen, die uns auf Bundesebene ereilt haben. Was der Piratenantrag aktuell macht, er fordert die Erstellung eines Gutachtens, einer Ausarbeitung, was ich für ein sehr schwieriges Unterfangen halte. Denn letztendlich würde sich ein solches Gutachten auf rein spekulativen Annahmen gründen. Wir haben keine Eckpunkte, wir haben keine gesicherten Erkenntnisse, in welche Richtung Gespräche dort in Berlin gehen könnten. Das wissen wir nicht. Und Sie sagen ja selber in Ihrem Antrag, dass auch ausstehende Gerichtsurteile sowie Entwicklungen der Geschäftstätigkeit der Konzerne mit in den Blick genommen werden sollen. Herr Schulz, Sie stimmen mit mir mit Sicherheit überein, steht in Ihrem Antrag so drin, Zitat, Sie stimmen mit mir mit Sicherheit überein, dass das schwierige Annahmen sind, da treffsicher etwas zu sagen. Also es wäre eine hohe Bandbreite, mit der wir uns zu beschäftigen hätten. Nicht klar prognostizierbare geschäftliche Entwicklungen. Die wirtschaftliche Betätigung an sich hat stets Chancen und Risiken in sich. Und von daher ist die Frage, welchen Mehrwert ein solches Gutachten bringen würde. Wäre es nicht vielmehr, die Frage will ich hier im Raume schon stellen, eher ein unerbetener Ratschlag, gerade auch für die Kommunen, denen Sie sich ja an dieser Stelle hilfestellend zur Seite stellen wollen. Denn es ist ja so, dass die Kommunen sehr wohl in ihrer eigenen Verantwortung, in ihrer kommunalen Selbstverwaltung die Aufgabe haben, ihre wirtschaftliche Betätigung zu beurteilen. Und an dieser Stelle, glaube ich, muss man sehr deutlich sagen, dass Wertberichtigungen ein ständiges Geschäft, gerade von Kommunalpolitik, sind. Sie müssen bewerten, wie die Risiken sich verhalten, und von daher schauen, ob das, was Sie tun, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben sich bewegt. Wir als Land nehmen das nur in Form von Anzeigeverfahren letztendlich über die Kommunalaufsicht zur Kenntnis. Und ich glaube, es ist auch der Respekt gegenüber kommunalen Beurteilungsspielräumen, solange sie umfassend und sorgfältig ausgeführt werden, hier die Subsidiarität der Kommunalpolitik auch ernst zu nehmen und zu schauen. Der zweite Punkt, der, glaube ich, ganz wesentlich gegen Ihren Antrag spricht, Herr Schulz, ist, es wäre eine absolute Momentaufnahme. Beteiligungsstrukturen sind einem ständigen Wandel unterworfen. Ich weiß nicht, ob Sie selbst kommunalpolitisch auch aktiv sind. Dann werden Sie wissen aus Ihren kommunalen Beteiligungsberichten, dass es sich jedes Jahr lohnt, da reinzugucken, weil sich ständig etwas verändert. Und von daher wäre es auch für die Landespolitik, glaube ich, eine... Nein, also ich bin selber im Kreistag angehört. Wir haben unsere RWE-Aktien veräußert. Ne? Und von daher, es ist in jedem Jahr... wir haben das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo das sehr viel wert war. Seien Sie da an der Stelle ganz, ganz unbesorgt. Nur die Frage ist, was nutzt an dieser Stelle für meine Begriffe ein Gutachten? Ich glaube, man muss mit dem Thema sehr sorgfältig umgehen. Man muss bewerten. Man muss bewerten, wie man die Kommunen unterstützt oder ob man es nicht tut und mit dem Thema insgesamt verantwortlich umgehen. Es ist vorhin von allen Rednern gesagt worden, ich will es aber auch für die SPD-Fraktion betonen, für uns kommt eine Situation, wo Gewinne privatisiert, aber Verluste sozialisiert werden, nicht in Frage. Es ist auch der einhellige Tenor aller Fraktionen und der Landesregierung hier im Hause. Das Entscheidende ist aber auch, dass man sich umgekehrt aber auch nicht politisch vom Acker machen kann. Denn die Atomenergie war über viele lange Jahre eine Energieform, die politisch über viele Parteigrenzen hinweg gefördert wurde und zum Teil auch staatlich unterstützt wurde.
Und dann so zu tun, als ob man damit gar nichts mehr zu tun hätte, wäre ebenso verantwortlich. Und Herr Schulz, wenn ich die Frage dann am Schluss schon formulieren darf, in der letzten Plenarrunde hat ja einer der Piratenredner wenn ich das richtig zitiere, auch dann auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, das Risiko für Rückbau sowie Zwischen- und Endlagerung muss bei den Konzernen bleiben. Soweit das Zitat, glaube ich, völlig in Ordnung. Aber dann rief er hinterher, und wenn das die Konzerne in die Insolvenz treibt, die übergangsweise nötigen Kraftwerke könnten auch mit neuen Eigentümern weiterlaufen. Zitat Herr Kollege, Ihre Redezeit. Meine Frage zum Abschluss, Herr Präsident, meiner Rede an dieser Stelle, wer sind denn diese neuen Eigentümer? Wer würde denn das übernehmen? Wer springt denn da ein? Oder wird da nicht ein Spiel betrieben, das an dieser Stelle eigentlich unwürdig ist, nämlich auf der einen Seite sagen, Achtung, wir müssen dringend die Feuerwehr haben, aber selbst ein Stück weit als Brandstifter in der Debatte unterwegs sein. Ich glaube, das geht auch nicht, Herr Schulz, und an dieser Stelle müssen wir aufpassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die Landesregierung spricht in Vertretung für Herrn Minister Jäger, Herr Minister Kutschak. Ja, ich habe gemeldet und jetzt ist es. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, selbstverständlich äußert sich auch die Landesregierung sehr gerne zu diesem Tagesordnungspunkt. Und wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, geht es den Piraten in diesem Zusammenhang in erster Linie um die Frage der Auswirkungen des Atomausstiegs auf die kommunalen Beteiligungen hier in Nordrhein-Westfalen. Lieber Herr Kollege Schulz, Sie wissen, ich schätze Sie ausdrücklich als besonnenen Rechtspolitiker. In diesem Zusammenhang treffen wir uns ja häufiger, und ich nehme Ihnen auch ab, dass Sie Ihren Antrag als einen wertvollen Beitrag zum sozialverträglichen Atomausstieg verstehen. Aber ich befürchte, dass wir mit diesem Antrag nicht mehr machen können als Kaffeesatzleserei, und er bringt uns rein gar nichts bei der Beantwortung der Frage, wie wir es nämlich insgesamt in Deutschland schaffen, wir, meine ich die Gesamtgesellschaft, den Atomausstieg zu bewältigen. Lassen Sie uns noch einmal in Erinnerung rufen. Im Jahr 2000 war es die rot-grüne Bundesregierung, die den Ausstieg aus der Atomenergie auf den Weg brachte. 2010 unter CDU und FDP hat die damalige Bundesregierung die Laufzeiten verlängert. Ein Jahr später, unter den Eindrücken der Katastrophe von Fukushima, hat dieselbe Bundesregierung beschlossen, bis zum Jahr 2022 aus der Atomenergie auszusteigen. Dieser Beschluss wurde dann mit großer Mehrheit vom Bundestag mitgetragen. Und im letzten Jahr haben CDU, CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag geschlossen. Und da gibt es zwei ganz entscheidende Punkte. Nämlich erstens, die Bundesregierung wird Gespräche mit den Energieversorgern führen. Und der zweite entscheidende Punkt aus dem Koalitionsvertrag, die Kosten für den Atommüll und den Rückbau werden von den Verursachern getragen. Und dieser zweite Punkt ist die eigentliche Grundlage auch für die heutige Debatte hier. In der Aktuellen Stunde, die ja schon mehrfach zitiert wurde, Mitte Mai diesen Jahres, haben meine Ministerkollegen Dün und Remmel deutlich unterstrichen, es gilt hier ganz klar das Verursacherprinzip. Wir akzeptieren keine Lösung, die im Raum stehenden Kosten auf den Staat oder die Bürgerinnen und Bürger abwälzt. An diesem Standpunkt hat sich bis heute nichts geändert. Es hat sich auch nichts geändert in der Perspektive und im aktuellen Stand auf Bundesebene. Wir können spekulieren, wie wir wollen, solange die Rahmenbedingungen nicht klar feststehen. Erübrigt sich die Frage, welche Auswirkungen sich für unsere Bürgerinnen und Bürger, aber auch für unsere Kommunen ergeben. Das gilt natürlich auch für die kommunalen Beteiligungen an RWE, denn auch die künftige geschäftliche Entwicklung von RWE und damit eventuell künftige negative finanzielle Auswirkungen auf die kommunalen RWE-Aktionäre lassen sich nicht sicher prognostizieren. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kern zulassen? Von wem? Des Kollegen Kern. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zunächst einmal habe ich zur Kenntnis genommen und begrüße es, dass Sie sich jetzt zum Verursacherprinzip in diesem Zusammenhang ausdrücklich bekennen. Nur können Sie nachvollziehen, dass das Bedenken daran bestehen, dass das auch tatsächlich in der Praxis so erfolgt,
Wenn man sich anschaut, dass bei dem anderen energiepolitisch brisanten Thema des Ausstiegs aus der Steinkohle, wo es um die Ewigkeitskosten geht, die durch diesen Energieträger verursacht wurden und in Zukunft verursacht werden, dass es da das gewählte Modell eben auch eine Stiftung war, die RAG-Stiftung, wo es jetzt schon absehbar ist, dass das da zur Verfügung gestellte Vermögen eben nicht ausreichen wird, um in Zukunft diese Kosten zu decken, sondern bereits jetzt eine Lücke von 6 Milliarden sich auftut, die eben zu Lasten des Steuerzahlers geht und deswegen von unserer Seite Bedenken bestehen, dass hier konsequent gehandelt wird seitens der Landesregierung. Herr Minister, bitte schön. Sie mögen eventuell Bedenken haben, die Sie hier zum Ausdruck gebracht haben, aber die Situation ist nicht mit dem Ausstieg aus der Steinkohle vergleichbar, weil wir ganz eindeutig die Positionierung aller Beteiligten in Verantwortung haben, dass klar schon jetzt festgelegt ist, dass das Verursacherprinzip auch hier zur Geltung kommen wird. Lassen Sie mich zu den kommunalen Beteiligungen aber zurückkommen. Darum geht es Ihnen ja, glaube ich, in Ihrem Antrag. Das ist ja das Entscheidende. Es geht um die künftigen geschäftlichen Entwicklungen, die wir hier prognostizieren sollen, was, glaube ich, nur schwer bis nahezu unmöglich ist. Denn auch die Geschäftspolitik der Energiekonzerne wird nicht vom Landtag in Nordrhein-Westfalen betrieben, sondern letztlich von den Aktionären und den Gesellschaftsorganen der entsprechenden Unternehmen. Und wirtschaftliche Betätigungen sind auch stets mit Chancen, aber auch mit Risiken verbunden. Und die Kommunen wissen um ihre Betroffenheit und insofern macht Ihr Antrag, hier und jetzt eine Auflistung der kommunalen Beteiligungen vorzunehmen oder ein Gutachten gar in Auftrag zu geben über etwas, was wir zum heutigen Zeitpunkt noch gar nicht klar abschätzen können, überhaupt keinen Sinn. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion der Piraten hat sich noch einmal der Kollege Schulz gemeldet. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja nicht gerade so, dass ich das nicht auch schon in der Vorüberlegung antizipiert hätte, was hier heute gesagt wird. Deswegen möchte ich noch einmal kurz darauf eingehen. Minister Kutschaty, natürlich, auch andere Redner hatten es eben angedeutet, ja, es ist viele Spekulation, aber es ist gerade auch Gegenstand von Gutachten, die Szenarien aufzeigen, dass dort ein Stück weit Spekulation enthalten ist. Und wir haben bestimmte wirtschaftliche Rahmendaten, Eckdaten, wir haben die Beteiligungen, die liegen vor. Wer beteiligt ist an RWE beispielsweise, ist bekannt. Die Liste liegt vor. So, jetzt geht noch darum, dass die Kommunen einmal sagen müssen, wie hoch denn die jeweiligen Beteiligungen sind. Vereinzelt wurde das in den letzten Wochen, Monaten schon ausgeführt, im Zusammenhang mit Abschreibungen, Wertabschreibungen bezüglich der RWE-Beteiligungen. Worüber wir aber keinen Zweifel mehr haben sollten, und Herr Kufen, da muss ich Ihnen ganz ehrlich mal entgegenspringen, etwas lauter entgegenspringen, sich hier immer noch auf den Spiegelartikel zu berufen und zu sagen, na ja, das ist halt nur so ein Spiegelartikel gewesen, halte ich angesichts der Tatsache weiterer Berichterstattung in verschiedenen Medien, FAZ, Süddeutsche und so weiter und so fort, nicht zuletzt der Rheinischen Post vom 29. Mai, für außergewöhnlich, insofern, als dort ausgeführt ist, dass der Vizechef von RWE, nämlich Rolf-Martin Schmitz, bereits vor der Bundestagswahl bei der damaligen Bundesregierung aufgeschlagen ist mit den Konzepten und mindestens seitdem auf Bundesebene, und Herr Laschet ist ja nun mal auch Bundesvorsitzender, die Angelegenheit bekannt ist und dementsprechend, wie es hier auch schon mal heute hieß, wahrscheinlich in Hinterzimmern verhandelt wird. Und aktuell ist Werner Müller derjenige, der Vorsitzende der RAG-Stiftung, der hier nun mit der Atomstiftung reüssieren soll. Also jetzt davon zu reden, das ist ja einfach mal nur so spekulativ, da kommen wir nicht mit weiter. Fakt ist jedenfalls, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, sowohl Herr nicht anwesende Minister Dün, wie aber auch der nicht anwesende Minister Remmel, die will ich gerne mal in den Saal hereinholen, und zwar mit jeweils einem Zitat. Minister Dün am 15.05. Es ist unstreitig, dass uns das Thema Folgen des Atomausstiegs und damit verbundene Zukunftslasten in der Folgezeit immens beschäftigen wird. Das sollten wir dann aber auf der Basis eines gesicherten Konzeptes und gesicherter inhaltlicher Daten diskutieren. Herr Minister Remmel, ebenfalls 15.05. Insofern finde ich es schon sinnvoll, darüber zu diskutieren. Ich finde es schon sinnvoll, dass dieses Thema auf der Tagesordnung steht, weil endlich der Fokus dahin gelegt wird, wo er hingehört. Wie
können wir die öffentlichen Interessen sichern, wenn es um die Rückstellungen geht. Das ist das zentrale Moment. Minister Remmel am 15.05. Und nun sage ich, Gegenstand unseres Antrags ist es, die Grundlage zu schaffen, dass die Landesregierung in die Lage versetzt wird, auf Augenhöhe auch im Bund zu diskutieren, auch mit den Unternehmen, mit den Konzernen zu diskutieren. Dafür bedarf es nun mal der Grundlagenermittlung. Und die Grundlagenermittlung, da ist das beste Element zunächst einmal ein Gutachten. Insbesondere aber auch im Rahmen der kommunalen Familie, Kollege, einmal die Informationen beizuziehen, die eben dann Grundlage für dieses Gutachten werden. Andernfalls müssen wir davon ausgehen, dass die Landesregierung gerade im Bereich des Atomausstiegs und der Folgelasten weiterhin ohne Kompass und ohne Landkarte unterwegs ist. Das gilt es zu vermeiden. Dem dient unser Antrag. Und wenn Sie Bedenken haben, Kollege, was die Kommunen angeht, komme zum Ende, Herr Präsident. Wenn Sie Bedenken haben, was die Kommunen angeht, so kommen wir Ihnen dadurch entgegen, dass wir über den Antrag zu Ziffer 1 und 2 differenziert abstimmen lassen, sodass Sie beispielsweise die Kommunen verschonen können, was die Beteiligungsoffenlegung angeht. Wir allerdings von den Piraten sind dafür, dass auch die Kommunen die Beteiligung endlich einmal offenlegen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Wir legen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor und wir kommen damit zur Abstimmung. Die Fraktion der Piraten hat als Antragstellerin gemäß § 42 Absatz 2 GO zu diesem Antrag Einzelabstimmung beantragt. Wir kommen zunächst zur Abstimmung über Ziffer A. Wir kommen zur Abstimmung A über die Ziffer 2 dieses Forderungskataloges des Antrages der Fraktion der Piraten. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann nämlich seine Zustimmung geben? Wer enthält sich? Damit ist der erste Punkt dieses Forderungskataloges abgestimmt. Zustimmung der Piraten mit Ablehnung aller anderen Fraktionen und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wir kommen zweitens zur Abstimmung zu Ziffer 2 des Forderungskataloges. Nein, wir haben gerade abgestimmt über Ziffer 2. Das ist dann. Gut, ich hole mal den Antrag aus, ist hier so formuliert. Ich werde jetzt den Antrag zitieren, dann ist das ein Druckfehler. Das war die Ziffer 2. Und es gibt auch nur zwei Punkte, die hier in diesem Antrag drinstehen. Ja, das ist. Okay, es ist hier also entsprechend, wiederhole ich das, zitiere jetzt direkt den Antrag. Wir kommen damit zur Nummer 2. Also das erste war diese eine transparente und vollständige Aufstellung. Da haben wir gerade drüber abgestimmt. Und wir kommen jetzt zweitens zu dem Forderungskatalog der Piraten, Ziffer 2 des Forderungskataloges. Kollege, ich habe eben gesagt, Ziffer 2 erstens des Forderungskataloges und dies ist auch Ziffer 2 Nummer 2 des Forderungskataloges. Ich glaube, dann ist es klar und wenn man den Antrag vor sich liegen hat, ist es noch klarer. Da lasse ich jetzt drüber abstimmen. Also, ich wiederhole nochmal, B, Ziffer 2 Nummer 2 des Forderungskataloges. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist auch Ziffer 2 Nummer 2 des Forderungskataloges abgestimmt bei Zustimmung der Piraten, bei Gegenstimmen von SPD, CDU, Grüne, FDP und des fraktionslosen Abgeordneten Stein. Wir kommen C zur Gesamtabstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 19/5960. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Die Piraten stimmen zu. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Damit ist auch bei der Gesamtabstimmung der Antrag Drucksache 19/5960 abgelehnt mit Stimmen der SPD, der CDU, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der FDP, des fraktionslosen Abgeordneten Stein gegen die Stimmen der Piraten. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt.